So. Dann fließt ab. Willst du das Wasser da wieder rausholen, obwohl ich das Wasser kaputt gemacht habe? Nein. Nee. Ich gehe jetzt wieder in die Tropicraft-Welt. Nein, 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 dann stürzt der Server ab! Mach das nicht, der Server stürzt sonst ab. Und? Nein, mach das bitte nicht, der Server stürzt sonst ab. Dann wäre alles für die Katz. Und? Ist ja nicht mein Problem. Gut, dass du das nicht machst. Wie, du machst das jetzt. Da ist ein Creeper und der kommt gerade hoch. Nein, 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 nein. Wie viel Obsidian brauchen wir jetzt? Ich habe jetzt 3 Stück. Der Creeper! Ja, warte, warte, ich komm. Ich helfe dir, ich helfe dir. Warte. Ich komm, wo bist du? Wo bist du? Da ist der Creeper. So. Wie viel Enchantment-Dings hier? Wie viel braucht man nochmal? Sag mal schnell an. 3, ich, ne? Ich geh jetzt nachschauen. Ja, okay, dann mach das am besten, weil dann weiß ich halt. 3 Obsidian, 2 Diamanten und ein Buch, meine ich. Irgendwie so war das. Das kommt ungefähr hin. Dann hätten wir auch unser Enchantment Table. Endlich. Hör auf! Was denn? Bin ich zu gemein? Ey, ich hab Diamanten gefunden! Halt die Klappe. Ey, Süße, ich verarsch dich nicht, das weißt du. Hab ich dich je verarscht? 4. 4 Obsidian? Ja, du hast mich verarscht. Also. Ich hab dich nicht verarscht, Mann, ey. Mann, ey. Ohne Witz, ich hab dich noch nie verarscht. Ich bin nicht so unschuldig. Ich kann dich gar nicht verarschen. Okay. Ich habe aber echt 2 Diamanten gefunden. Das war jetzt kein Scherz. Gut. Das war ohne Witz jetzt kein Trolling. So. Ich hole mir jetzt noch ein Obsidian, ne? Ja, aber ich habe hier noch eins. Ach so. Ich hole mir trotzdem noch eins. Okay. Oder... Mann. Ich bin jetzt aber gerade am Abbauen. Okay, ich hab's eingelassen. Du hast ja immer noch eins. Dann brauch ich ja keins mehr. So. Kommst du jetzt wieder? Ja, ich habe mir die Diamanten geholt. Die haben so im Wasser gefunkelt. Ja, da habe ich's. Krass. Ach nein. Das machst du sehr toll. Wahnsinn, sage ich dann nur. Können wir es nicht einfach gemeinsam abbauen? Nope. Ach, wieso? Ganz im Ernst, wieso? Ey, kannst du das mal sein lassen? Okay, ich lass es jetzt. Nein, du hast es wieder. Nein! Ich gebe jetzt ein anderes zu holen. Nein, okay. Guck mal, wie konzentriert ich dabei bin. Ach nein, bitte lass das jetzt im Ernst. Ohne Scherz. Ist nicht mehr witzig. Verstehst du? Ohne Scherz, das ist nicht mehr witzig. Und wieso setzt du jetzt das Eisen? Was soll das? Ne, ich hole mir jetzt echt ein anderes Obsidian. Tut mir leid. Oh Mann. Ich komme ja schon wieder wieso zurück. Wieso willst du mein Obsidian nicht haben? Weil du das immer wieder hinsetzt und mich beim Abbauen störst. Ja, toll. Super. Kannst du das mal sein lassen? Nee. Toll, wie viele Öfen hast du überhaupt? Ey, komm, nein, bitte lass das wirklich. Jetzt will ich das wirklich abbauen und nicht, dass wir hier die... Dass es hier die ganze Zeit irgendwie die Zeit vertrödeln. Mhm. Wie macht man sich nochmal ein Buch? Mit Bambus, Papier und dann noch Leder, ne? Ich glaube schon. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir da hoch, wo wir hergekommen sind. Wo war das nochmal? Wollen wir da... Ja, keine Ahnung.
Weil wenn ich einfach einen Cut mache, ich glaube, das dauert etwas länger. Ich glaube, hier war das, oder? Hier. Nein, genau, wir hatten da schon auf jeden Fall Fackeln. Ich weiß. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir kurz einen Cut und wir sehen uns gleich. So, da wären wir wieder in der tropischen Welt, in unserem Zuhause. Wir haben natürlich die ganzen Sachen hier mitgenommen und warte mal, wo haben wir eigentlich Öfen, wo wir das ganze Eisen schmelzen können? Weiß ich nicht. Ich stelle hier einfach mal ein paar auf. Wir haben doch Öfen. Ja, wir haben ja auch ganz viele. Aber ich stelle einfach noch mal ein paar mehr auf. Hier was rein. Da was rein, warte mal. So. Dann müssen wir noch Clay machen, genau, Clay müssen wir noch brennen. Hier gibt's Clay rein und hier gibt's Clay rein. Da. So. Und dann kann ich mal hier schnell mit dem Bambus Papier machen. Ne, wie macht man denn nochmal Papier? So, drei Papier, ne? Und wie macht man daraus ein Buch? So, ne? Und Leder natürlich. So, ein Buch und jetzt ein Enchantment-Table. Wie macht man ein Enchantment-Table? Hm. Weiß ich nicht. Hilfe. Aha. Such mal das Crafting-Rezept. Oh, ein Babyhühnchen. Hallo. Vier Babyhühnchen. Yeah. Das Crafting-Rezept? Ja. Warte. Mozilla, Firefox. Schleichwerbung. Ich glaube, alles drei zusammen. So, für uns. Deine Stimme ist gerade roboterartig. Hallo? Hallo? Hm? Jetzt geht's wieder, okay. Was sollte ich suchen? Enchantment Table. Ich weiß es doch. Ja, dann sag mir das Rezept mal. Gib her. Nee, ich will das selber machen. Okay, ich geb's dir. Nee. Zack. Zack. Und das Buch. So, wo sollen wir die denn hinstellen, ist die Frage. Würde ich sagen. Oh, cool, danke. Zack. Wo sollen wir die hinstellen? Wo ist das vierte? Da. Ab in die Bar! Der Enchantment Table. Wir sind alle auf dem Bett. Jo. Außer das eine, da, das ist da auf dem Crafting Bench, auf dem Workbench. Wo sollen wir den Enchantment Table hin tun? Vielleicht. Lass sie nicht rausgehen, ja? Mhm. Ich weiß nicht, wo wir den hinmachen können. Ja, ich auch nicht. Vielleicht in die Unterwasserbar, oder? Ja. Und wieso habe ich das Leder eigentlich gerade so viel in Rüstung verwandelt? Ich wollte da doch die Rahmen draus machen. Ich bin doch so hohl. Aber wo habe ich denn mein Leder? Gute Frage. Das habe ich wahrscheinlich noch in dieser einen Kiste da. Toll. Ach, egal. Auch nee, wurscht. Nicht egal. Doch. Es waren 32. Ach, das geht schon. Haben wir halt 32 Leder vergeudet oder verloren. Dafür haben wir Diamanten gefunden. Und kannst du mir die anderen zwei Diamanten geben? Wieso wieder so roboterartig? Guckt Leute, das macht alles die Telekom. Schon ist der Mai da, wird gedrosselt. So, kannst du mir die Diamanten geben? Oder zeigen, wo die sind? Du darfst ruhig reden. Das wird. Die Stimme ist nur manchmal roboterartig. Danke. Ja, ja. So, was willst du mit dem machen? Ich platziere ihn erstmal hier unten rechts in der Ecke. Da. Nein, ah, wieso habe ich das Hühnchen geschlagen? Das Hühnchen soll hier nur weggehen. Hier hin erstmal. Und jetzt crafte ich mir das ultimative Diamantschwert. Zack. Das wird jetzt enchanted auf. Stufe. Welche Stufe mache ich dort? 8. Schärfe 1. Huhuhu. Soll ich dir auch was enchanten? Ich habe nämlich viele Level. Nichts enchanten? Sicher nicht. Okay.
Zack. Pass auf, ich bin jetzt gleich richtig overpowered. So, warte, dann zack, 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 zack. Ein Helm und zack, 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 zack. Eisenbrust. Jetzt habe ich komplette Eisenrüstung und die enchante ich mir jetzt. So, auf Level 2. Schutz 1. Auf Level 1. Schusssicherheit. Die Eisenstiefel auf Level 1. Schutz 1. Und die Eisenhose. Schusssicherheit 1. Zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Boah, guck mal. Jetzt bin ich doch so richtig übertrieben, oder? Wie das beim Shader. Das sieht so lustig aus. Ey, das sieht so bescheuert aus gerade. Wieso? Ach, wirst du dann sehen. Mit dem Shader sieht das halt komisch aus noch. Und wir wollten jetzt ja auch Blumentöpfe machen, ne? Wie macht man denn Blumentöpfe? Wieder roboterartig. Warte mal, Leute, wir machen Cut. So, das anscheinend mit der Internetverbindung nicht so besser wird, wie die Lane jetzt einfach vielleicht ein bisschen weniger reden. Der Part wird auch nicht mehr so lange gehen. Ich wollte nur noch sagen, ich habe da das Bambus, den Bambus, wie auch immer, angepflanzt. Und habe mir auch Blumentöpfe gemacht. Einfach mit den Ziegeln hier so, ja, wie in Eimer anordnen. Da kriegt man so einen Blumentopf raus. Und wenn ich mir jetzt hier eine Blume nehme, zum Beispiel eine rote, ich gehe mal jetzt zur Bar, kann ich das wunderbar dekorieren. Und was wolltest du jetzt machen? Du wolltest die Hühner irgendwie zusammenlocken, oder? Oder was wolltest du tun? Du hast meine Hühnchen freigelassen. Hab ich nicht. Hab ich wirklich nicht. Du hast die Tür offen gelassen, du Horst. Nee, hab ich nicht. Hab ich nicht, nee. Und jetzt können wir die Blumentöpfe hier so schön in die Ecke tun. Und da kann man dann zum Beispiel so hier die Blumen reintun. Und nicht nur diese roten, sondern auch die gelben. Und du hast gesagt, das mit den Tropicraft-Blumen geht nicht. Mhm. Okay. Dann schaue ich mal. Ich probiere es einfach nochmal trotzdem. Aber ich glaube auch nicht, dass es unbedingt gehen wird. Aber es hätte ja sein können. Es hätte ja sein können. So. Dann hole ich mir nochmal zwei gelbe Blumen. Und einfach nochmal, weiß nicht, hier diese Anemone. Vielleicht klappt die ja. Keine Ahnung. So, schauen wir einfach mal. Auf jeden Fall, ja, haben wir jetzt hier einiges gesammelt. Enchantment Table, habe ja auch hier mächtig verzaubert. Kann jetzt auch mit meinem Level endlich was anfangen. Und in den nächsten Parts werden wir natürlich weiter in der tropischen Welt sein. Nee, das geht wirklich nicht. Schade. Ja, und ihr könnt uns natürlich auch jederzeit irgendwelche Bauideen in die Kommentare schreiben. Ja, die wir halt umsetzen können. Viele haben auch dieses Unterwasserhaus in die Kommentare geschrieben. Zum Beispiel. Oder die Unterwasserbar halt. Und ihr könnt jederzeit irgendwelche Bauideen loswerden, die wir dann umsetzen. Es gibt uns natürlich auch noch Anregungen, was wir machen können. Und ansonsten würde ich sagen, oh, eine kleine Hühnchenfamilie. Mhm. Ja, und ansonsten würde ich einfach sagen, war es das dann von dieser Folge? Von dieser Aufnahmesession Let's Play Tropicraft. Ich hoffe einfach mal, dass euch bis hierhin gefallen hat. Und ja, ich würde einfach sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wo ich dann das Ganze hier ein bisschen mehr sortiert habe und wo Elens Internet dann, denke ich mal, auch besser ist und wo dann alles wieder am Alten ist und wir wieder in der tropischen Welt sind. Ich hoffe einfach mal, dass euch dieser kleine Exkurs hier so in die normale Welt oder diese Reise in die normale Welt gefallen hat. Und würde an dieser Stelle einfach sagen, ich bedanke mich auch wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.